Wann hast du zuerst auf der Straße gekämpft? Letztes Jahr. Letztes Jahr? Also, that's for me. Absolut. Es gibt viele Leute, die wissen nicht, was der Islam ist. Viele Leute, die, von denen man augenscheinlich denkt, die wissen es aber nicht. Wenn einer hier geboren ist und hier studiert und gemacht und getan hat und dann sich hier bewirbt, dann wäre es nur fair, wenn er dann auch hier einen Job kriegt. Muss er denn an dem anderen vorgezogen werden? Moralisch gesehen nicht. Das ist wirklich true story. Da ist einer, der hatte den Kopf voll Schaum, ne? Der hat so geguckt, der meinte, du bist der Sohn von so und so. Ich meine so, ja, so ist mein leiblicher Vater. Da ist er aufgestanden aus der Schule, hat gesagt, schneid du. Ich so, setz dich mal hin, weil ich bin auf mich zu bei mir. Leute, guck mal, setz dich mal hin. Der meinte so, nein, du schneidest. Schneid du vor mir, ich warte auf dich. Ich weiß nicht, wer das da reingeschrieben hat. Ich weiß auch nicht, wie das da hingekommen ist. Das stimmt aber nicht. Youssef Smadi, noch irgendwas. Ja. Ich weiß nicht, wer das da hingeschrieben hat, das stimmt aber nicht. Ich muss das irgendwann mal beheben lassen, ich weiß auch nicht. Die haben aus mir Dings gemacht. Al-Qaida, ich weiß nicht. Das schmeckt gut, gell? Ist so Malzbier so ähnlich. Ja, genau, es kommt mehr aus Malzbier. Oh. Wild. Das ist halt so ähnlich wie das von hier, nur ist nicht so bitter. Das ist extrem süß. Das ist wirklich gut. Alles klar, alles läuft. Zucker. Alles läuft, ja. Aber du kannst auch dabei bleiben. Wohin haben wir es wohin? Ich schwöre, du kannst auch dabei bleiben. Ja, wusste ich, ja. Auf jeden Fall. Ja. Freunde, willkommen zurück bei Weise Vater. Wir sind heute mit einem Gast, den ihr bestimmt alle kennt, alle liebt. Das ist Bilal. Manuelsen, unter dem Namen Manuelsen. Danke, dass du hier bist, danke, dass du mitmachst. Assalamu alaikum, danke schön, dass ich hier sein darf. Ich fange direkt an mit meiner ersten Frage, die mich immer interessiert hat. Warum Manuelsen? Spitzname. Ja? Das ist voll so geschichtslos, vollkommen unspannend. Einfach so Spitzname. Ich heiße eigentlich Manuel. Aha. Manuelsen. Also. Hat sich irgendwann damals in den, so zwischen 2000 und 2010 hat sich das so eingeschlichen unter meinen Freunden und so ist das geblieben. Also du heißt Bas Manuel? Also. Ja, genau. Ah, Bas Manuel, genau. Okay, dann mach es. Gut. Ich habe im Internet gelesen, Youssef... Emmanuel Youssef Osman. Ich weiß nicht, wer das da reingeschrieben hat. Ah. Ich weiß auch nicht, wie das da hingekommen ist. Das stimmt aber nicht. Youssef Smadi, noch irgendwas. Ja. Ich weiß nicht, wer das da hingeschrieben hat. Das stimmt aber nicht. Ich muss es irgendwann mal beheben lassen. Ich weiß auch nicht. Die haben aus mir Dings gemacht. Al-Qaida. Ich weiß nicht. Okay. Aber ich habe mir auf jeden Fall Bilal gemerkt. In deinem Buch steht, dass es, dass du Bilal heißt jetzt. Mhm. Und finde ich sehr schönen Namen. Dankeschön. Wie du gesagt hast, auch sehr passend. Ja. Ja, Bilal. So. Also ich meine, wenn du das sagst, als du Bilal gelesen hast, ich habe mir den Namen Bilal angenommen, dachte ich, boah, perfekt. Ja, welchen anderen, also so, wo ich konvertiert bin, welchen anderen Namen hätte ich nehmen sollen? Ja. Ich hätte natürlich jeden anderen nehmen können und jeder hat eine schöne Bedeutung, aber Bilal für mich hat, wie du selber weißt, natürlich die passendste Bedeutung. Du rappst auch, das passt in dir. Ja. Wer fängt von uns an? Du oder ich? Du bist älter und du bist Gast, deswegen. Und wer anfängt, soll eigentlich im Vorteil sein, hat man mir so erklärt. Wer anfängt, soll im Vorteil sein? Ja, deswegen kann gerne. Ja, weil ich kann so machen, als ob das, weil es dann, dass es dann schwer wird, ne? Für dich? Ah, ja. Okay, da bewegt sich zu viel. Okay, das ist alles hinterlistig. Okay, warte, wir machen. Ich mache mit den Turm gerade, ne? Weil so, damit es fair für alle ist. Eigentlich darf man ja nicht anfassen, aber so als erstes. Wir machen ja gerade alles gut. So. Also so wichtig ist es uns nicht, musst du verstehen. Es, okay. Geht nur, es geht eigentlich nur um die Sprechung, dass wir ein bisschen was zu abnehmen. Genau. So ein bisschen. Guck mal, stell dir vor, ich fliehe jetzt direkt. Ja, das wäre schon geil. So. Quer muss es, oben und drauf. Quer. Ach so. Ja, wir bauen den ja auch. Ah. Dann fällt er ja. Am schönsten, genau. Ich gratuliere zu deinem Buch, der Bestseller, Spiegel-Bestseller. Ja. Und die Frage, die mich nach dem Lesen des Buchs am meisten gestört hat, ist, hat sich der Werner gemeldet? Werner, der, ja, wie gesagt, im Buch steht ja auch, der ist ja Monate später oder Wochen war das, ist er gekommen und er konnte sich ja nichts mehr erinnern. Aber nachdem das Buch raus war. Nee, das nicht. Nee, ich glaube, der liest keine Bücher. Ich weiß gar nicht, was er macht jetzt. Aber er hat es verdient. Ja, im Buch stand es auch. Ja, er hat es verdient. Aber mich hat interessiert, ob er sich gemeldet hat. Nein, hat er nicht.
war das ein finanzieller Erfolg? Bist du zufrieden, wie der angekommen ist? Ja, absolut, absolut. Ja. Der Verlag sagt, wir haben ja komplett die physische Kaufkraft haben wir komplett rausgelassen, weil war ja Corona. Und somit waren keine Läden offen, das heißt, die Leute konnten nicht in den Laden gehen und das Buch kaufen. Die sagen, wenn das noch gegeben wäre, dann wäre alles vorbei gewesen, also wäre es ein extremer Erfolg geworden. Aber wir arbeiten schon gerade an einem zweiten Buch. Aber? Ja, weil ich habe noch, Du hast noch einiges erzählt. Ja, ja. Ja, du hast ja da auch Sachen ausgelassen. So. Ja, ein paar. Willst du im zweiten Buch ins Detail gehen? In der also nicht im Detail, in Detail, in ich meine, in dieser Zeitspanne ins Detail gehen und... Das zweite Buch, ich weiß gar nicht, ob ich darüber schon reden kann eigentlich. Das zweite Buch hat so ein gewisses Konzept, was ich mir erstellt habe. Und das wird sehr brisant sein. Sehr brisant. Und ich will allerdings noch nicht so viel verraten, das ist aber auf jeden Fall sehr viel Einblick hinter die Kulissen generell. Also ich sag immer noch, es geht um dein Leben. So ja, ja, das ist nur, ich rede jetzt nicht über... Über andere. Ja. Okay. Aha. Wir sind, übrigens, habe ich vergessen, wollte Café sprechen. Lunitas. Café Lunitas, genau, in Düsseldorf. Genau. Auf der Ulmenstraße 18 ist das, ne? Genau. Super. Kolumbianisches Restaurant. Ich habe noch niemanden, ich kann mal gucken, ich eigentlich in die, ne? Ich habe noch nie einen Kolumbianer in Deutschland getroffen, habe ich gerade den Bre hier gesagt. Und hier, probier mal. Das sind, glaube ich, Kartoffeln. Ne, Süßkartoffeln sind das? Banane ist das. Oh. Ich küsse euer Herz. Also auf jeden Fall kolumbianisches Restaurant. Genau. Ja. So. Ich probiere mal. Also ich hoffe, ihr verzeiht mir, dass ich das vor der Kamera mache. Ja, mach mal. Und? Also, es könnte nur gut sein. Ja? Wäre es auch schlecht, hätte ich auch gesagt, es ist gut. Aber es ist wirklich gut. Es ist wirklich sehr gut. Sehr schön. Kolumbianisches Restaurant. Geht rein, probiert selber. Meine ganz banale erste Frage. Ja. Was glaubst du, wieso wird jemand kriminell? Welche Gründe gibt es dafür? Und welche sind deiner Meinung nach die tüchtigsten? Also ich denke, es gibt verschiedene Gründe. In einem Punkt gibt es bestimmt Leute, denen der Stereotyp Gangster-Lifestyle gefällt und die sich dann einfach auf den Weg begeben, aber das sind auch meistens dann die Leute, die ein sehr frühes Erwachen haben, weil sie einfach nicht gebaut dafür sind. Ne? Weil spätestens so, als sich als Gangster geben und Gangster Sachen machen, das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Ne? Dass sie quasi merken, was das wirklich heißt, ja. Und dann merken, dass sie doch als nicht so. Ja, vielleicht ist es dann doch nicht so der Fall, weißt du? Und es gibt Leute, die machen das mit Sicherheit weil sie im Zugzwang sind. Mhm. Sie haben keine andere Möglichkeit. Das ist ja immer der Klassiker. Jeder sagt, ich habe keine andere Möglichkeit, ich kann nur kriminell werden. Aber glaubst du, ist das wirklich so, dass wir haben, in Deutschland zum Beispiel, haben wir keine Möglichkeit, eine andere Möglichkeit? Also man sagt ja immer, Deutschland ist ein gutes Land und hier kann jeder und dies, das. Und ja. vom Grundkonstrukt hier stimmt das auch. Also das ist kein armes Land, die Leute müssen hier nicht auf der Straße verhungern elendig oder in Wellblechhütten wohnen, ne? Nicht zwangsläufig. So, aber zum Beispiel, ich komme aus dem Ruhrgebiet, ja? Und das, was du im Fernsehen siehst, mit Clans und dies und das, so, wir sind mit Leuten aus dieser Ethnie groß geworden. Und wenn du nur zum Beispiel auf das Schicksal dieser Leute guckst, gibt es viele, die sind in Deutschland geboren, aber die Eltern waren staatenlos. Okay? Somit nicht nachweisbar, wohin, woher. So, jetzt werden die Kinder geboren und die kriegen keinen Ausweis oder keinen befristeten Aufenthalt oder so, die kriegen einfach nur eine Fiktionsbestätigung. Fiktionsbestätigung heißt, du kriegst lediglich ein Dokument, dass du ein Mensch bist. Ich weiß, ich bin auch als Asylant gekommen. Also ja, dann wirst du wissen, was ich meine. Mit dieser Fiktionsbestätigung, du darfst keinen Führerschein machen, du darfst nicht arbeiten, du darfst dich nicht selbstständig machen, du darfst im schlimmsten Fall deine Stadt nicht verlassen, im besten Fall das Bundesland nicht verlassen. Ja? So, das heißt, du kannst nicht reisen. Residenzpflicht oder so. Ja, Residenzpflicht, dankeschön. Ja. Das ist wahrscheinlich das Fachwort dafür. Ja. So, und ja, dann sitzt du da.
Ja, okay, ich hab kein Geld. Was mache ich? Arbeiten darf ich nicht. Okay, gut. Was mache ich? Führerschein machen darf ich nicht. Okay, alles klar. Selbstständig machen, Falafel rollen, dies, das jetzt im Arabischen, aus arabischer Sicht, ne? Falafel machen und verkaufen 2,50 darf ich auch nicht. Nicht für alle auch. Ja. Also, was machst du? Es werden auf jeden Fall Leute, ich verstehe deine Sichtweise, ja. Also, ich habe lange auch darüber nachgedacht, weil am Anfang, erste Jahre bei uns, durfte man nicht arbeiten. Also, wie durfte ich? Ich wollte arbeiten. Ich war in der Schule mit den anderen Jungs, die irgendwie sich neue Schuhe, Sneakers geholt haben. Ich wollte die auch, aber ich durfte nicht arbeiten. Für das Geld, was wir für Essen bekommen haben, konnte ich mir keine gute Sneakers holen. Aber ich bin immer noch nicht kriminell geworden. Aber ich hab irgendwann mal darauf gewartet, dass ich arbeiten durfte, habe gearbeitet. Deswegen wird diese Kritik kommen, meine ich, zu dieser Sichtweise. Natürlich, man hat im Leben immer eine Wahl. Ne? Im schlimmsten Falle, du stirbst. Das ist die letzte Wahl. Im schlimmsten Falle, du stirbst für eine Sache, wenn du davon überzeugt bist. Ne? Aber soll ja keiner sterben für Hunger oder für irgendwas. Deswegen, in deinem Fall, du hast wahrscheinlich genug Sabr gehabt. Du hast gesagt, okay, ich warte, bis ich darf, bis ich kann. Aber viele Leute haben diesen Sabr nicht. Die denken sich, ich will auch reich, schöne Klamotten, einmal eine schöne Jacke, bisschen rausgehen, bisschen spazieren, Auto fahren, dies, das. Ich will auch was Normales. Jeder Mensch will das. Also jeder Mensch, jetzt geht ja nicht um reich sein, es geht nur einfach um Teil der Gesellschaft sein, die dich umgibt. Und wenn es nur ein Golf ist, ein schöner Golf, du willst aber auch Auto fahren, du willst auch mal mit einer Freundin essen gehen, kein Geld. Dieses kleine Auto kaufen dürfen, das hat mich so kaputt gemacht. Ja. Wir haben erst über mehrere Jahre einfach durften wir kein Auto kaufen. Ja, kein Auto kaufen, habe ich jetzt einfach so gesagt. Ist das so, du durfst kein Auto kaufen? Als Asylant hast du gewisses... Du musst in dieser Stadt bleiben, wo du zugewiesen bist. Und du darfst, bis du Arbeitserlaubnis hast, darfst du nicht arbeiten oder bis du positive Antwort hast. Und bei manchen kann das 5, 6, 7 Jahre. Wir hatten im Heim hatten wir Leute, die waren 9 Jahre darauf und waren auf die Antwort. Also haben natürlich illegal irgendwas, die haben Karten verkauft, die so Telefonkarten damals waren. So, ne? Das ist jetzt kein Kapitalverbrechen, aber aus deutscher Justiz her gesehen ist es Kriminalität. Also du wirst verknackt dafür auf jeden Fall. Hehlerei, Dealerei, weißt du, wie ich meine? Bei so einer Kriminalität habe ich auch Verständnis für, dass diese Leute fast so hingezwungen werden. Aber es gibt so eine andere Kriminalität, so auch so was Ernsteres. So, also. Und das ist ja schon eine Entscheidung, so, okay, ich mache das und scheiß drauf und ich will hiermit so reich werden. Aber egal, deine Sichtweise verstehe ich und zum Teil stimme ich da auch zu. Es gibt so Sachen, die du nicht machen darfst, weil du damit den anderen schadest. Ja, natürlich nicht. Also, verstehe mich richtig, ich will das nicht gutheißen. Na, ich will jetzt nicht sagen, mach das gut. Ne? Aber wenn mich einer fragt, wie sowas entsteht, dann wäre das meine Antwort. Ja. Ne? Zumal manchmal aus den, ich sag jetzt mal, aus den Flüchtlingsländern, hier kommen Architekten kommen hin, Doktoren kommen hin. Mein Vater ist Ingenieur und der konnte hier nicht arbeiten. Ich kenne sehr viele und die kommen hier hin, fahren Taxi. Ja. Nichts gegen Taxifahrer, das ist ja alle Arbeit. Ja. Was ich meine? Aber die Politik hat sich da überlegen müssen. Okay, wir haben Flüchtlinge genommen, guck mal, was für Qualität haben wir hier? Ja, okay, aber wenn du das dann machst, dann kommt das deutsche Volk und sagt, ja, wir haben genug Ingenieure hier, warum nennt ihr keine von uns? Das heißt, wie du es machst, ist es falsch. Ja, du hast recht, dann sagen die Ansässigen hier, ja, wieso gibt die das den Ausländern? Genau. Aber ist das nicht so, dass du für jeden Job dich bewirbst und wenn du da hinkommst und die sehen, das ist eine bessere Qualifikation oder das ist jemand, der uns vielleicht das für billiger macht, ohne uns den Kopf zu machen, dann nehmen wir den. Dann ist das nicht der Unternehmen unterlassen. Der kann kein Deutsch, der spricht nur Arabisch, spricht nur Türkisch, spricht nur Russisch, spricht nur irgendwas. Wenn er trotzdem diesen Job kriegt, dann ist das noch nicht fair eigentlich, so, den Deutschen gegenüber. Ja, eigentlich nicht. Also eigentlich nicht, wenn einer hier geboren ist und hier studiert und gemacht und getan hat und dann sich hier bewirbt, dann wäre es nur fair, wenn er dann auch hier einen Job kriegt. Ne? Muss er denn dem anderen vorgezogen werden? Ja, moralisch gesehen nicht. Aber moralisch gesehen nicht, weil Mensch ist Mensch. Ja. Und Qualifikation. Ja. Aber wenn du einen Staat führst, du willst ja, dass dein Volk hinter dir steht als Staatsmann. Ja. Wenn dein Volk gegen dich ist, dann bist du weg vom Fenster. Das heißt, du musst das Land, was du regierst, musst du irgendwie auf Trab bringen.
mit deinen Leuten. Was ich meine? Also in erster Linie muss dein Land und deine Leute müssen, musst du dich... Muss gar nichts, aber aus, ich glaube aus Staat, also aus politischer Sicht würden manche es klüger nennen. Hast du schon recht, ja. Weißt du? Du bist dran übrigens mit 10. Also okay. Ich mache einfach mal dieses Prinzip weiter hier. Was glaubst du, wie sinnvoll sind Gefängnisse? Guck mal, der ist hässlich, weil jetzt wird das Ding eng. So, das Mikro ein bisschen weiter ziehen, schieben. Ja, geht. Gefängnisse überhaupt, glaubst du, macht das so Sinn? Gefängnisse? Mhm. Also, kann ich noch hier tun? Nee, die Eier muss vorgemacht werden. Also, ja, Gefängnis macht auch auf jeden Fall Sinn. Also wenn du Scheiße baust, dann wirst du halt eingesperrt. Stell dir vor, du hättest keine Angst mehr vom Knast. Stell dir vor, die Menschen hätten keine Angst vor Gefängnis. Haha, dann nee. Dann würden die hier durchdrehen. Aber es gibt so manche, manche Länder, da bist du, da hast du wirklich Angst vor Knast. Ja. Da gibt es aber Länder, da hast du nicht wirklich so, ach, so ein Sanatorium. Wo ich ein paar Jahre Bücher lese und rauskomme. Ja, ich habe gehört, in Skandinavien Gefängnisse sind ganz entspannt. Ah. So wie Jugendherberge. Also hier auch, wenn du mit Russland vergleichst. Ja, Russland. Also postsowjetisches Raum, Gefängnis, da wirst du dir, wirst so manche, wenn er für länger reingeht, wird so manche sich den Gedanken im Kopf sich dabei erfassen, dass er denkt, wäre ich lieber draußen raufgegangen. Ja. Aber ich glaube, die Kriminalität in Russland ist auch anders als in Deutschland, glaube ich. Ja, also, ja, schon, ist halt... Ich glaube, die Qualität von... Die Qualität von Gangster in Russland ist, glaube ich, ein bisschen anders als... Ist halt wie in Lateinamerika, ich glaube, das ist so die Gesellschaft halt, die... Es gibt viele, die sozial schwer, schwach da stehen und die dann irgendwann mal in Jahren dazu zu mehr bereit sind, um das zu ändern. Ich glaube auch Deutschland ist das einzige Land, das keine bekannte Mafia-Struktur hat, glaube ich. Also es gibt keine deutsche Mafia. Man versucht das aufzubauen. Ah ja, stimmt, ja. Weißt du, also deutsche Mafia. Man weiß über Balkan, man weiß über Italien, ja, sowieso. Balkanische, italienische. Russland, weiß man. Ja, ja. Das weiß man alles. Weißt du? Lass uns darüber nicht reden, aber man weiß das. Ja. Aber mir bekannt jetzt die deutsche, was ist deutsche Mafia? Aber vielleicht ist das so, dass die so gut... sich verstecken und so gut in der Regierung sitzen, dass du einfach nicht weißt. Das kann sein. Ja. Das kann sein. Die haben schon so weiter gedacht, dass sie sagen, wir reden nicht über deutsche Mafia. Aber Das kann sein. Wenn du so sagst, kann sein. Ja. Auf jeden Fall, es gibt keine Mafia. Schutzgeld, Erpressung, Prostitution, geheimes Glücksspiel und dies, das. Was man so kennt aus den Filmen. Ja, die spielen mehr so spielen größere Spiele. Andere Spiele. Pharma, hier dieser Pharma, da ja, das, ja, Gesetze, Masken, dies, das. Ja, oder ja. Ja, also generell, so nicht nur Masken, so generell so, gibt es viele Gesetze, die einfach für große Unternehmen, Konzerne durchgesetzt werden. Hm. Das ist eigentlich auch so. Ja, die Sprache um Mafia, um Geld damit zu verdienen. Ja, du weißt schon, was ich meine. Ja, peace. Also ich war nicht böse, es ist einfach nur so. Wir werden beide festgenommen. Laut am Denken. So, ja. Macht, wenn jemand Macht bekommt, glaubst du, er ändert sich oder es ist etwas in ihm, was er jetzt rauslassen kann in dem Moment? Das war schon vorhin. Ich glaube, wenn du zu Macht gelangst, kehrt sich dein Charakter nach außen. Also das war schon in dir quasi. Ja, du lässt es nur so raus. Ja, ja. Wenn du Macht kriegst, dann kehrt sich dein Charakter nach außen. So, wenn du innerlich ein guter Mensch bist und du machst das, dann kehrt sich dein Charakter nach außen und du zeigst das auch. Und du, dann bewegst du Sachen, die gut sind. Mhm. Aber wenn du ein schlechter Mensch bist und Macht kriegst, dann passiert das also auch. Also dann sehen wir das wahre Gesicht von dem Menschen. Ja, davon bin ich überzeugt. Ja, ich stimme dir zu. Mhm. Du bist dran. Oh, das geht schnell jetzt hier. Ja. Bedienungsloses Einkommen. Also dass jeder so, egal unabhängig davon, ob er arbeitet oder nicht, einen festen Betrag monatlich kriegt, das ist ein bedingungsloses Einkommen. Also jeder, ob er arbeitet, nicht dieses Arbeitslosengeld 2, was man, was so Peanuts, wovon du nicht so, sag ich mal so, wirklich gut leben kannst. Mhm. Aber so, es wird ja schon lange in der Politik diskutiert auch.
Es wurde sogar in Skandinavien wurde sogar Forschung in die Richtung gemacht, dass sie so ein Dorf haben, die finanziert und geguckt, ein Jahr lang, wie das danach geht. Jeder verdient das Gleiche? Nein, jeder bekommt, unabhängig davon, ob er arbeitet oder nicht, bekommt einen gewissen Beitrag, sagen wir, für eine Person jeden Monat 1000 Euro auf dem Konto. Also hat eine Familie von 5 Köpfen hat jeden Monat 5000. Und wenn die dann noch arbeiten wollen oder kreativ irgendwas machen wollen, dann ist es denen überlassen. Aber diese 5000 haben die. Und dann sind die nicht arm, wenigstens. Mhm. Also die können frei, wer ist das? Wo ist der Vorteil davon? Was Vorteil? Mhm. Vorteil ist, dass die Leute, dass es keine Armut mehr gibt. Es gibt niemanden, der wirklich kein Geld hat, um auch seine Miete zu zahlen, seinen Strom zu zahlen. Okay. Der kann alles, wer ist das? Der kann, Staat kann das stemmen. Es ist schon berechnet worden, der Staat kann das stemmen. Nur es gibt Gegner, die sagen, wenn jemand so Geld auf sein Konto bekommt, dann wird er faul, dann wird er nicht mehr arbeiten, dann wird die ganze Wirtschaft zusammenbrechen. Deswegen, vielleicht, ich glaube, wenn mal angenommen, du hilfst jemanden, ein Kollege ruft dich an und sagt, ich brauche deine Hilfe und du gehst und hilfst ihm, dann willst du ja, dass er mit der Hilfe gut umgeht oder mit deiner gegebenen Hilfe irgendwas Gutes macht oder dass ihm das zugute kommt zumindest. Aber stell dir mal vor, ein Kollege ruft dich an und sagt, ey Bro, kannst du mir 1000 Euro leihen? So, weil mir geht's schlecht. Und du sagst, kein Problem, hier, nimm 1000 Euro. Und er geht mit dem 1000 Euro da zum Kiosk und holt Alkohol. Dann bist du zwar ein guter Kollege, weil du ihm geholfen hast, ne? Aber deine Hilfe ist untergegangen in Alkohol. Aber guck mal, dann kann er dir nichts entgegenwenden. Also der kann dir nichts vorwerfen, sagen, hey, du lebst ein schönes Leben und ich komme nicht mal klar. Der kann er nicht. Er hat sich dafür entschieden. Aber hättest du dann lieber mit den 1000 Euro, ne, hättest du lieber jemandem geholfen, der Essen für seine Familie geholt hätte oder der irgendwas Sinnvolles mit den 1000 Euro gemacht hätte? Aber wenn du allen das Gleiche gibst, das Mindeste, also das jedem gleich gibst, der kann einer davon wird vielleicht mehr trinken und wird zum Alkoholiker, der andere wird vielleicht seine Sorgen, sein ganzer Stress, das er hat, um seine Familie zu ernähren, hinter sich lassen und dann sich kreativ vielleicht eine neue Firma eröffnen, irgendwas, einen Film drehen, keine Ahnung. Also er wird vielleicht anfangen zu rappen, weil er das immer wollte, aber der hat von früh bis abends arbeiten müssen, um seine Kinder zu ernähren und er hatte das so eine Richtung, weißt du? Ich finde, du solltest du solltest schon irgendeine Idee vorbringen oder zumindest ein Konzept, was du vorhast, was du den Leuten erzählen kannst. Und wenn du dann diese Hilfe kriegst, dann ist es, glaube ich, gerechtfertigt. Aber manche Leute sind Schwachköpfe einfach. Viele sind Schwachköpfe. Moralisch gesehen, ist das ein edler Gedanke. Okay? Aber wenn man das in dieser Welt, in dieser Dünja hier umsetzen will, dann die Leute sind hinterlistige Schweine, die nehmen die 1000 Euro oder andere sind auch stärker als andere. Die nehmen dann 1000 Euro von denen weg, damit die mehr haben. Guck mal, ihr habt 5 Kinder, ihr habt doch 5000, gib mal 1000 Euro, ihr braucht nur 4. Da soll ja Polizei eingreifen, da gibt es ja so Institute, die dafür sorgen sollen, dass das nicht passiert. Das ist ja eine andere Sache. So, ja? Aber du sagst, das ist ein edler Gedanke, aber wenn wir jetzt nicht zu Perfektion, auch wenn wir in einem Land leben, in dem es sehr viel, sehr gut, vielleicht am besten funktioniert, heißt das ja nicht, dass wir stehen bleiben können, sondern es muss schräg werden. Ah, schön. Guck mal, aber dass wir so stehen bleiben und nicht so uns weiterentwickeln, also du gibst schon zu, dass es ein edler Gedanke ist. Und, ja, edler Gedanke, aber die Menschen sind nicht edel. Also unumsetzbar, denkst du? Ist umsetzbar, die Leute machen es ja. Aber ich finde es nicht smart. Weil wie gesagt, jeder, der draußen wohnt, weiß, okay, der hat 1000 Euro heute gekriegt. Weißt du, was ich meine? Der hat 1000 Euro heute gekriegt. Wie viele Kinder hat der? Der hat 12 Kinder. Gibt es genug Familien? 12 Kinder, das sind 12.000 Euro. So, 12.000 Euro in den Händen von Gott weiß wen. Geld ist auch eine Waffe.
nachher die Leute werden Kinder machen ohne Ende und die keine Ahnung von Erziehung haben. Hauptsache Geld. Noch ein Kind. Ja, dann haben sechs Kinder 6.000 Mille. Geben für die Kinder aber nur 1.000 aus. 5.000 Bolschans, gucken, was wir uns da machen. Das kann auch viel Negatives mit sich bringen. Ja, stimmt. Also, ja. Vielleicht kann man das auch in andere Richtungen regulieren. So. Also, das meine ich. Es muss ein gewisser Plan dahinter sein. Aber es wird ja bestimmt so sein. Also eine Stadt würde nie im Leben so einfach so gehen. Da müsste man bestimmt sehr viele... Wo ist das passiert? Wo ist das? Wo ich glaube, in Skandinavien haben die das. In Finnland, glaube ich. In Finnland war das. Ach, das. Finnland oder Finnland. In Schweiz hat man das, denn Menschen haben darüber gevotet. Und die haben sich dagegen entschieden. Ja, normal. Aber Schweizer halt... Ich weiß das gar nicht. Ich meine, denen geht es auch alle gut. Ja. Die brauchen ein bisschen. Ja. Okay. Was ist deiner Meinung nach, also ein wahrer Mann, kannst du mir das definieren? Gibt es so, kannst du so definieren? Nach meinem Ermessen schon. Also wer ist ein wahrer Mann? Ein wahrer Mann ist auf jeden Fall konsequenzbewusst. Ne, das ist konsequenzbewusst. Das heißt, er trägt Verantwortung für sein Handeln. Mhm. Okay, wenn du Verantwortung tragen kannst für dein Handeln, das macht auf jeden Fall... Eigentlich schließt das fast alles ein. Wenn du für dein Wort stehst quasi. Ja, für dein Wort ja sowieso. Also, ich bin ein Mann, wenn ich jetzt sage, okay, jetzt im negativen Sinne. Ich meine so, okay, ich gehe jetzt diese Bank überfallen. Ich ziehe das Ding durch. Mein Kollege und zwei Kollegen kommen mit. Okay? Und ich gehe und das Ding läuft schief. Ne? Dann sage ich, okay, ich habe das gemacht. Ich habe mich so entschieden als Mann. Und ich bin gefasst worden und dann nehme ich das so hin. Jetzt trage ich die Konsequenz. Und jetzt trage ich die Konsequenz dafür. So. Oder du bist ein Mann, der sagt, ich überfalle diese Bank nicht, ich gehe lieber Zeitung austragen, verdiene dafür 800 Euro im Monat und schneide mir meinen Hunger aus dem Bauch, aber gib meiner Frau und meinen Kindern lieber Essen. Ne? So, und die Konsequenz dafür... Und trage diese Konsequenz. Beides sind Männer. Ja. Beides sind Männer. Ist auch ein Mann, der sagt, okay, so, ich stelle mich jetzt dieser Verantwortung da, ich kann das nicht auf mir sitzen lassen, ich gehe hin und schiebe meine Sachen gerade, so wie ich sie brauche. Oder du bist ein Mann der Religion und sagst so, möge Gott sie recht leiten. So, und lässt davon ab. Und du trägst die Konsequenz dafür auch, dass du mit kochendem Herzen sitzt, aber du dich dafür entschieden hast, dass die Religion über Zorn steht. Egal wie, egal wo, beides sind Männer. Beides sind Männer. Ob du ein guter Mann oder ein schlechter Mann bist, das liegt dir in der Hand. Aber Männer vom Blickwinkel. Ja, ja. So, aber Männer gibt es auf beiden Seiten. Ja. Männer gibt es auf beiden Seiten. Du bist wieder dran. Du willst unbedingt, dass ich das verliere hier, das Ding, ne? Oh. Es ist eindeutig besser für uns, für alle, für Zuschauer, auch wenn du verlierst und du deine Geschichte auspackst quasi. Von uns hat man schon einiges gehört. Deswegen, ja. Aber nur bei diesem Spiel. Sonst will ich, dass du immer gewinnst. Hast du schon oft verloren? Sag mal ehrlich, guck mal jetzt. Ja, ich hab eigentlich so eine eher so mittelmäßige, wie nennt sich das, Statistik. Ich habe auch so 5 oder 6 Mal verloren. Jetzt wird's hässlich von hier. Es geht noch weiter. Also später gibt es so ein richtiges Skelett, wenn du so gut bist. Eine Lebensweisheit, die du unbedingt deinen Kindern weitergeben willst. Ich weiß ja, du hast zwei Tochter. Und eine Lebensweisheit, die du vielleicht in einem Satz formulieren könntest. Ein sehr prägender Spruch für mich gewesen ist Bruderschaft und Feindschaft. Also Bruderschaft und Feindschaft oder Schwesternschaft und Feindschaft, ne, ist Krieg an zwei Fronten. Verstehst du? Kannst du ausführen? Oder? Ob du gegen einen Feind kämpfst oder manchmal gegen deinen besten Freund kämpfst, das ist der gleiche Krieg. So, also Feind und Freund ist sehr eng beieinander. Manchmal ist der Feind der bessere Freund als der Freund. Ja. Und manchmal ist der Freund ein größerer Feind als der Feind. Aber der war dann auch nie Freund. Wie bitte? Der war da auch nie Freund. Ja, der andere war dann auch noch nie Feind. Also, ja. Verstehst du? Ja. Wenn der Feind dein besser Freund ist als dein Freund, dann war der Feind nie Feind. Ja. Deswegen, das ist die
Balance, auf der du die ganze Zeit... sehr dünne Linie. Sehr dünne Linie. Zu dünn. Viel zu dünn. Ja. Schön. Definiere einen glücklichen Menschen. Ein glücklicher Mensch ist, glaube ich, der mit sich und seinen Geistern im Leben im Reinen ist. Wenn du dein Tun, was du getan hast und was du erlebt hast, wenn du das alles mit dir vereinbaren kannst, dann bist du, glaube ich, glücklich, wenn du deine innere Mitte gefunden hast. Du tendierst nicht nach rechts, du tendierst nicht nach links, du guckst gerne nach hinten und gerne nach vorne. Dann, wenn du so in der Mitte bist, dann ist es, glaube ich, nice. Dann kannst du glücklich sein. Ich glaube, Geld und so ist es nicht. Wenn du einfach klar im Kopf bist. Ja, klar im Kopf. Ja. So. Und die, was auch glücklich macht, ist, glaube ich, wenn du Emotionen, die dir begegnen, wenn die, egal wie sie auch immer sind, ne, wenn sie pur sind. Also wenn ein Mensch zu dir kommt und sagt, ey, ich liebe dich, ne, und du empfängst, dass es pur ist, das sieht man meistens aber nur in Kindern. Ja. Ne, dann ist das eine pure Emotion, ungestreckt. Ne, eine pure Emotion, die du empfängst, und die kannst du dann auch pur umwandeln. Das ist wie ein Ingwer-Shot. Wenn du einen Ingwer-Shot trinkst, dann merkst du, es ist pur, es ist Natur, es reinigt. So. Das geht aber auch im Schlechten, wenn einer sagt, komm, wenn einer zu dir sagt, ich kann dich nicht leiden, ich habe keinen Bock auf dich. Dann manche Leute nehmen das negativ, aber das ist was sehr, weil er zeigt dir eine wahre Emotion. Ja. So, und diese wahre Emotion kannst du dann nehmen und kannst du dann sagen, okay, wenn du keinen Bock auf mich hast, ich habe auch keinen Bock auf dich. Dankbar, ne? Dankbar, Gott, natürlich, Alhamdulillah, Dankeschön. Ja. Korrekt. Ich gehe dir aus dem Weg, du gehst mir aus dem Weg. Mhm. So, dann gibt es keine Spielereien und gibt es auch keine Enttäuschung. Mhm. Du weißt, woran du bist. Ja. So. Und ich glaube, wenn das dich in deinem Leben, wenn dir das in deinem Leben entgegenkommt, dann kannst du glücklich sein. Ja. Nehmen wir. Nächste Frage. Du bist dran, im Gefühl. Oh, geht das so schnell? du hast mich ein bisschen beeilt mit dem Taxifahrer. Hm? Du hast mich ein bisschen beeilt mit dem Taxifahrer, sodass ich versuche, so schnell zu sein. Kein Problem, okay. Hast du deinen biologischen Vater jemals getroffen? Ja. Ja? Ja. Und lebt er noch? Ja. Ja? Habt ihr Kontakt miteinander? Ne, Kontakt nicht, aber der wohnt in Afrika. Mhm. Afrika. Ich weiß, dass ich weiß von anderen Landsleuten zum Beispiel, dass er ist ein, wie würde man sagen, in Afrika sagt man Chief, okay? Chief. Und er ist sowas wie ein König. Mhm. Ja? Er ist ein König von einer Stammesgruppe in Afrika, die sehr groß ist. Und die sagen mir, viele meiner Landsleute sagen mir, was machst du überhaupt hier in Deutschland? Ich meine, sowas wie, was machst du in Deutschland? Meinst du, geh da runter, du bist Dings, du bist King Kong da unten. Was machst du da? Du bist Prinz, du bist Nachfolger. Und ich habe gesagt, so, Dankeschön, ich bin hier gut. So. Hat der andere Kinder noch? Dein Vater hat Geschwister? Das weiß ich nicht. Dass du so einziger Nachfolger bist, dass irgendwann mal so ein Stamm kommt zu dir, so aus dem Ohr und sagt, Junge, du bist der Einzige, uns ist egal, und du kommst jetzt mit uns. Naja. Bring dich nach Hause. Nein. Naja, das geht ja nicht. Hallo. Und so. Ich bin einmal im Afro-Shop. Waren wir Haare am Schneiden, also habe ich gewartet, dass ich drankomme. Das ist aber schon Jahre her, da war ich noch, ich weiß nicht, 20, 21 oder so. Und dass das Thema auch zur Sprache gekommen mit unserem Barber damals, dem Friseur, ein Schwarzer, der hieß Atta, auch Ghana. Und das ist irgendwie zur Sprache gekommen, von wem ich der Sohn bin. Und der ganze Afro-Shop so geguckt und so, was los? Und dann ist einer, das ist wirklich true story, da ist einer, der hatte den Kopf voll Schaum, ne? Der hat so geguckt, der meinte, du bist der Sohn von so und so. Ich meine so, ja, so, das ist mein leiblicher Vater. Ja. Da ist er aufgestanden aus dem Stuhl, hat gesagt, schneid du. Ich so, setz dich mal hin, weil ich mir auf mich zu blamieren. Leute, guck mal, setz dich mal hin. Der meinte so, nein, du schneidest. Schneid du vor mir, ich warte auf dich.
Ich so, setz dich mal hin, Kurban, setz dich hin, bitte, du blamierst mich. Alle so, du bist der Sohn, du weißt nicht dies, das. Ich meine, setz dich mal hin, meine ich so, hattest du hingesetzt. Ich meine, so, auf damit. So, und dann bin ich nicht mehr dahin gegangen. Also, blaues Blut. Hm? Blaues Blut. Blaues Blut, ja. Wenn man das so nennen darf. Ja. Vor allem, wir sind alle gleich. Ja, so, das ist so. Ich bin generell einer, der das absolut verneint. Und ich kann es nicht leiden, dass wenn ich so jetzt front an Englische und überhaupt alle anderen so Königshäuser, Monarchen, bla bla, sind Bullshit. Das sind genauso solche Leute wie ihr, die irgendwann mal mehr Macht hattet und mehr größere Armee hattet und an die Macht kamen und dann für sich diese Theorie ausgedacht haben, dass die blaues Blut haben. Es ist halt so. Ne? Es wird immer weniger. Irgendwann mal wir leben in einer Zeit, wo sich das sehr stark, sehr schnell wendet. Mhm. Es wird nie wieder zurückkommen, hoffe ich. Also, dass wir nie wieder zurückfallen in diese Entwicklung, was wir damals hatten. Und dass immer mehr und mehr Leute Monarchen verschwinden. Wir sind alle gleich, egal wie, was, wie viel du selbst auskannst. Ja, das ist. Ich finde, wenn ein Volk jemand ehrt, dann muss der irgendwas gemacht haben. So, weißt du? Nelson Mandela zum Beispiel, weißt du, ich meine, der hat jetzt kein blaues Blut, weißt du, aber er hat sehr viel gemacht. Guck mal. Weltbewegende Sachen. Absolut. Und er hat verdient auch den Posten bekommen. Aber sollte seine Tochter deswegen das bekommen? Sollte nicht seine Tochter? Auch verdienen erst. Ja, natürlich. Nee. Geht nicht nach Blutlinie dann. Das meine ich. Verdienen. Das ist naja, das meine ich. Aber wenn Person eine gewisse Qualitäten nachweist, natürlich, es ist geschätzt und wenn man sieht, die hat diese Qualitäten und dass man die dafür schätzt, für die eigenen Qualitäten, für die Taten, die sie macht, das ist absolut richtig. Das soll, das soll auch nur so sein. Ja, meine ich ja. Nicht nur, weil der Sohn von dem nein, und dem oder Cousin von dem ist und dem. Sinnlos. Das meine ich auch. Sinnlos. Das, was ich nicht verstehe, was ich heutzutage auch, wenn ich so, es gibt sogar Journale, die nur darauf spezialisiert sind, das Leben von Monarchen, was da Neues passiert ist, zu erzählen. So, weißt du, es gibt Leute, die das kaufen und lesen und sich daran interessieren. Aber gerade diese Monarchengeschichte, vieles ist auch Dings, vieles ist auch mehr Tradition. So, weißt du? So, ich glaube, in Britannien ist es ja so, die haben ja einen Ministerpräsidenten. Ja. Da ist ja nicht die Queen, die sagt, okay, wir machen jetzt so, wir machen jetzt so. Aber die feiern die trotzdem. Ja, ja, das ist Tradition. Ja. So ein bisschen Queen, weiße Handschuhe, ja. Kutsche. Die sind stolz wahrscheinlich drauf. Das kann ich nicht sagen, das kann ich nicht nachvollziehen. Wieso feierst du jemanden, genauso einen Menschen wie du, nur weil er zu der Familie gehört? Tradition. Ich finde das jetzt nicht schlimm. Ich finde halt nur schlimm, wenn es wirklich um Machthaber gibt, so weißt du? So wenn jetzt zum Beispiel, okay, das sage ich lieber nicht. Ja, gewisse Präsidenten so gefeiert werden. Ja, wenn jetzt zum Beispiel Angela Merkel ist jetzt Bundeskanzlerin und jetzt ihr Sohn, wenn sie jetzt also von uns gehen würde, rein theoretisch, dass dann ihr Sohn auf einmal Bundeskanzler ist. Das ist Schwachsinn. Ne? Weil die hat ja auch wirklich politische Macht und politische, die bestimmt über Armee und die sagt was, wie, wo, wann. Aber bei diesen britischen Monarchen ist es, glaube ich, mehr Tradition. Bankett, so Essen und Tanzen. Und Merkel ist vom Volk gewählt. Ja. Für gewisse Zeit. Sie ist Arbeiter. Sie arbeitet für Volk. Ja. Monarchen ist was anderes. Damals haben die ja die Schiene gefahren, dass die von Gott auserwählt sind. Ja, ja. Und dieser blaue Blut, das kommt ja auch. Das ist diese Geschichte. Diese Geschichte dahinter, das haben spanische Monarchen angefangen. Die haben gesagt, ja, unser Blut ist sogar anders. Weil die waren heller als, weil die immer in diesen Schlössern waren, waren die heller als die anderen. Und man sah die Adern. Und daraus haben sie sich eine ganze Theorie gebildet. Dass die, dass die Blut anders ist und dass sie quasi deswegen von Gott auch auserwählt sind zu regieren. Also damals hat das Volk das abgekauft. Okay, damals waren die auch. Die Bildung war ja auch ganz anders. Mhm. Aber dass es heutzutage immer noch gibt, die Leute, wenn Queen fährt und die es feiern, Queen, und das kann ich verstehen, das meine ich. Mhm. Merkel, wenn die Merkel hinter Merkel rufen würden und sagen, boah, Merkel, so bleib für immer da, so am Posten, so weißt du, das würde ich auch nicht verstehen. Dann wär das genauso wie bei dir. Ja. Okay. Weißt du, war ich dran? Du bist dran. Du lässt mich schon dreimal hintereinander machen. Nein. Davor war ganz genau, aber jetzt habe ich vergessen, weil ich ein bisschen in die Geschichte versunken war. Gibt es ein oder zwei Lieder von dir, die du besonders findest, die du sagst, das ist gut geworden, das liebe ich? Ja, gibt es mehrere. Aber so etwas, was du auswählen könntest, ist eins, zwei. Ja, also gibt es einen Song, der heißt Du und Ich.
Das ist so ein Liebeslied, ein sehr altes. Ist natürlich heute soundmäßig Katastrophe. Aber so lyrisch war der halt geil. Den höre ich ab und zu immer noch gerne. Und Du und ich ist krass. Und der Song Geist von mir, den, der ist auch krass. Also das sind so meines Erachtens nach für mich persönlich meine Meisterwerke. Aha. Wenn du so Song schreibst, wie ist das? Nimmst du Stift, Blatt und... Nein, Stift und Blatt lang nicht mehr. Nee. Einfach so, ich gehe ins Studio und mache einfach Musik an und dann funktioniert es meist... Also wirklich so, du machst Musik an und was fällt dir? Die fallen so Wörter ein und du, daraus entsteht so eine Musik? Ja. Es ist etwas Krasses. Wir haben in der letzten Folge über Talent gesprochen, ob du an Talent glaubst. Weil ich finde, es ist eine Veranlagung für etwas. Man kann es anders nennen. So, ich glaube nicht an Talent, sondern so eine Veranlagung. Etwas verstehst du so gut, dass du so gut darin und schnell bist, dass für die anderen das wie so ein Talent aussieht. Für mich etwas so komplett verschlossene Welt, so dass ich Musik anmache und so einen Reim finde. Verstehst du? Ich bin null talentiert da. Ja, ich will es auch nicht Talent nennen. Ich sag zum Beispiel Singen. Singen ist ein Sinn, okay? Es ist nicht ein Handwerk, so wie Tischlern oder irgendwie sowas. Ja. Es ist ein Sinn, okay? Und entweder hast du diesen Sinn oder du hast ihn nicht. Weißt du? Ja. Also entweder hast du diesen Sinn für Musik und kannst die Vibrationen nehmen und die umwandeln in Melodien oder du kannst es halt nicht. So, wenn du es nicht kannst, dann hört sich halt an wie viele Artists da draußen. In Deutschland? Ja. Drei Leute, wenn du so auswählen würdest, die talentierte Sänger sind. Und Rap, nicht Rap oder so. Also wenn das jetzt irgendwie heißt für dich, dass das jemand sich beschweren wird, dann was? Nein. Ich soll drei talentierte Leute sagen? Ja, drei Sänger. Drei Sänger. Gibt's einen Newcomer, der heißt Jamin. Mhm. Jamin ist sehr talentiert, also sehr outstanding talentiert. Ja. Ne? Also jetzt nicht so ein bisschen, der ist halt schon krass. So, da wo du sagst, okay krass, so einer kommt auch nicht sehr oft. Der ist verstanden. Ja, der ist sehr krass. Ja. Und gesangsmäßig gibt's halt eine Sängerin, die heißt Rula, die meisten Leute ist schon ein Begriff. Ist zwar schon sehr lange dabei, aber ist auch ein sehr outstanding Talent so. Und gibt es noch eine Newcomerin? Lina Semau. Auch sehr krass. Lina Semau? Semau. Semau. Ja. Ich werd das googeln. Ja, google das mal. Lina Semau. Luna Semau, genau. Luna Semau. Und auch sehr. So outstanding Sängerin so. Gibt's auch noch eine Maketa Music, auch sehr outstanding. Mhm. So, das sind jetzt keine großen Stars. Ne? Das sind alles Newcomer. Ja, manche sind Newcomer, manche sind schon Jahre dabei, aber wenn du jetzt guckst auf das Verständnis, was sie für Musik haben, ist sehr outstanding. Mhm. So sehr outstanding. Und meistens die Leute, die so einen ausgeprägten Sinn für Musik haben, sind meistens gar nicht hinter dem großen kommerziellen Erfolg her. Sie sind mehr dahinterher sich selbst zu expressen und Musik zu machen. Die sind auch meistens nicht so gut, sich zu vermarkten. Nein, weil ihr Talent spricht für sie. Die muss nicht Instagram-Story hier und hier. Das ist alles unnötig, weil das Talent spricht für sie. Ja. Mehr als Aussehen oder irgendwelche Attribute, optischen Attribute, sag ich mal. Ich sag mal, ein Podcast. Obwohl alles sehr attraktive Menschen sind, die ich gerade gesagt habe. Ja. Das sind attraktive Menschen, ja. Aber das steht bei denen nicht im Vordergrund. Was auch gut ist. Ja, was gut ist. Ja. Was auch bei allen so sein sollte. Eigentlich ja. 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 Du bist dran, bitte. Ja. Ich werd bestimmt verlieren. Mach das. Boah, ne, okay, der ist hässlich. Also manche kleben so, die sind schwer. Ich glaube, von unten ist leichter. Manchmal ja, der ist super leicht. Ja, der ist auch. Okay. Gibt es jemanden, den du um Rat fragst, wenn du vor einer schwierigen Wahl stehst? Gibt es eine Person, zu dem du gehst, Schwiegervater? Kommt drauf an, wenn es um meine Musik geht, dann für mich ist alles ein Vibe.
so, ich entscheide immer alles so aus Geschmack, aus Gefühl, aus Kopf. Klappt, klappt nicht, Hauptsache es vibet. Aber Sachen im Leben oder so, dann frage ich doch schon gerne mal eine Erfahreneren. Gibt's ja. Habe ich ja genug von mir um mich rum. Erfahrene Leute aus dem Leben, die... Das kann schon mal vorkommen. Ja. Ja. Aber was die Musik angeht, gar nichts. Ich meinte auch eher so im Leben, so Lebensentscheidungen. Okay, das ja auf jeden Fall. Ja, das auf jeden Fall. Okay, ich warte, bis du ziehst, dann ich mache mir Sorgen, dass mir die Fragen ausgehen. Und wir noch einen stehenden Turm haben. Wobei ich würde so, glaube ich, so einiges finden. Das wird jetzt fallen, guck mal. Ist doch gut. Die alle wollen, dass es wird. Ihr macht jetzt wieder, wie heißt das? Nice or Scheiße. Ja. Morgen habt ihr erst. Ich weiß nicht, ob es morgen klappt, weil wir haben Probleme mit der Inneneinrichtung. Ja. Wir müssen dann noch ein paar Sachen machen. Vielleicht verschiebt es jetzt eine Woche, ich weiß aber nicht genau. Die Leute. Wann kommt das raus hier? Es ist an Leo abhängig. Wie schnell ja, okay, es wird wahrscheinlich nicht heute Abend rauskommen, ne? Heute nicht, ne? Ja, dann, wenn das rauskommt, werdet ihr gesehen haben, ob es dann geklappt hat morgen oder nicht. Aber ich denke eher nicht. Ja. Ja. Aber das hier wird so eine Woche dauern, ne? Was hat sich zu dem geändert zum ersten Edition von euch? Damals gab es ja sehr viel Stress, weil Leute gesagt haben, hey, das ist unser Geschäft und ihr redet uns schlecht und so weiter und deswegen gab es ja... Ja, aber naja, so Stress gab es gar nicht. Der größere Stress war eher so, ey Bruder, ich habe hier einen Rapper, kannst du nicht bei dir in der Show machen? Hm. Weißt du, ich meine, das war das größte Problem eigentlich. Aber, und dann sind die beleidigt, wenn du das nicht machst. Ja, aber das müssen die Leute halt respektieren, weil das ist halt unser Geschäft, das ist halt unsere Show, wir machen die. Und das wäre unfair auch den anderen gegenüber. Also ihr müsst absolut neutral bleiben. Ja, ja. Und dann könnt ihr auch sagen, hey, es ist egal, das ist eine Sache, wir sind Freunde, aber andere Sache, das ist unsere Sendung. Korrekt. Ja. Weil wenn ihr einmal nicht neutral seid, dann ist das für die ganze Sendung dann egal. Ja. So, deswegen haben wir auch die erste Staffel auch relativ schnell abgesetzt. Und jetzt ist es ernster geworden alles. Fünf Lieblingsfilme von dir. Fünf Lieblingsfilme. Du kannst auch mit Serien abmischen. Der Pate 1. Pate 1. 2 nicht? Der Pate 2. Okay. Der Pate 3. 3 auch? 3 ist krass. Die Leute haben nur 3 nicht verstanden. Aber 3 ist eigentlich sehr krass. Also ich finde nicht schlecht, wie man, wenn mancher redet. Pate 3 ist sehr krass. Ja, das erklärt viel von heute. Sehr viel, aber die Leute checken es nicht. Pate 1, 2, 3. Blood in, Blood out. Ah, habe ich erwartet. Ne, normal. Yeah. Blood in, Blood out. Und normalerweise Menace to Society. Aber... Training Day ist auch schon krass. Training Day, oh, ist sehr geil. Gladiator ist auch schon krass. Also jetzt 5. Ne, wenn du so denkst, dann würde ich sagen. Was dir alles einfällt, ist interessant. Ja, okay, Gladiator, Training Day, Alexander. Alexander, waren das so gut? Ja, brutal. Ja. Brutal. Ich weiß jetzt nicht die geschichtlichen Hintergründe, so, aber von reinem Film her, ja. Albaner ist er eigentlich. Ja, also ich sage mal aus Balkan, ja? Ja. Wir wollen jetzt niemanden. Wollen wir niemanden, aber so, ja, auf jeden Fall. Aus Balkan, aus der Ecke ist er. Ja. Genau. Griechen sagen, der ist Grieche. Okay. So, da muss ich mich nicht rein, Entschuldigung. Im Balkan gibt es auch so Völker, die ihn für sich beanspruchen. Ah. Aber der ist von da, ist Fakt. So. Ja. Königreich der Himmel, auch sehr krasser Film. Mhm. Kennst du? Ja. Ja, Königreich der Himmel. Was Filme angeht, ich bin so ein Freak. Ja? Ja, ich habe auch sehr viele. Serien? Serien. Eine, die du zuletzt so krass fandest. Serien, Game of Thrones, krass. Ja, aber ohne letzte Staffel, oder? Ich fand die nicht so schlecht. Die war schlechter als die anderen, aber jetzt so schlecht. Das Ende war Müll. Die haben so... Das so Ende war Müll. Die haben ja. Eine Geschichte einer ernsten Welt. Weißt du, was das Problem war? Hm. Die ersten Staffel... Du bist übrigens dran. Ja. Bin ich da? Nee. Das, grade, ich habe hier auch den hier genommen und draufgelegt. Also, so leicht sieht er ein. Das Problem bei Game of Thrones war, dass ersten Staffel, die erste, der am Anfang, es ging um diese Welt. Niemand war Hauptdarsteller wirklich. Mhm.
jeder konnte sterben. Es gab eine Welt, die eigene Regeln hat. Und die Geschichte hat den eigenen Regeln gefolgt. Solange der Autor es geschrieben hat, der hat das auch so weitergeschrieben. Mhm. Also, wenn es dort einen Krieg gibt, gab es keine Helden, die dort gekämpft haben. Jeder konnte von einer Kleinigkeit sterben. Mhm. Aber in den letzten Staffeln und letzten zwei Staffeln ist es in die Richtung geworden, wo es um Individuum ging, wo es um die Menschen ging, die dann auf einmal so riesige Schlachten überstehen und so im Leben bleiben. Bei dem Originalautor wäre das nicht geschehen. Aber der war wahrscheinlich dann, nicht. Ja. Deswegen ist das scheiße gewesen, die müssen das neu machen. Die zwei Produzenten, die sich entschieden haben, das so zu enden und diese letzten Staffel selbst geschrieben haben, Wixer, die haben so viel Spaß weggenommen, die sollten danach zwei oder drei Serien starten. Eine in Star Wars Welt und eine in woanders. Mhm. Und alles ist nicht stattgefunden, durchgefallen. Für Netflix sollten die was machen. Mhm. Ist durchgefallen, weil das sie so verkackt haben. Die haben so perfekte Serie zum Müll gemacht. Geschafft, in einer Staffel zum Müll zu machen. Ja, aber so schlecht war das auch nicht jetzt. Das war nicht so schlecht. Ich kann es dir nicht verzeihen. Das ist das Einzige, worüber ich weiß. Ja, also Qualitätsunterschied ist schon da. Aber so schlimm war es jetzt nicht. Nicht visuell. Die Story. Die Story hat mich Die Story, okay. Visuell war ja gut alles. Also die Story hat mich gekillt einfach. Wie die das geht. Auf einmal dieser Night King, der aus Norden kommt. Mhm. Und auf einmal ist der wird von Arya umgebracht. So. Und da waren so viele Sachen. Aber das fand ich nice. Ich wünschte, was nice wäre, wenn Theon ihn umgebracht hätte. Das wäre viel nicer. Der Theon, der so viel alle verraten hat, der eigentlich für alle der Verräter war, wenn er da seinen Hack zurückgeholt hätte. Und der einfach vor seinem Sterben den umgebracht hätte und alle gerettet hätte. Das wäre, glaube ich, viel realistischer und viel schöner. Aber egal. Mhm. Aber der hat eine kleinere Rolle gespielt, der Night King. Der sollte die in der Hauptstadt, die wussten nicht mal. Mhm. Wie der aussieht. Ob es ihn denn gibt. Mhm. Die wussten das nicht. Weil ja, stimmt, im Endeffekt wird jemand von Norden Geschichten erzählen, da gab es eine Schlacht mit Toten und die werden in der Hauptstadt sagen, ja, ja, klar, Toten. Aber ne, warte mal. Doch sehr viele haben den eigentlich mitgekriegt. Im Norden? Jaime Lannister hat den gesehen. Ach, ist er ein Mensch, wenn er erzählt eine Geschichte. Brienne von Tarth hat ihn gesehen. Immer noch Menschen, die Geschichte erzählen. Mhm. Aber irgendwas, nach einer Generation wird das zu Mythos, so weißt du. Man wird sagen, naja, man erzählt aber und so weiter. Wie das zu am Anfang dieser Geschichte wurde. Das wurde ja irgendwann zu Mythos, obwohl die wussten, es ist eine Wand, die gebaut wurde. Mhm. Aber es ist schon lange her. Und die Wand ist ja gebaut worden, weil diese Untote sich dagegen verteidigen wollten. Mhm. Ich bin voll in der Geschichte. Ich bin in der Geschichte davor sogar drin. Ich habe die Bücher gelesen und die sind genial einfach. Die sind so viel tiefer und da gibt es so viele andere Handlungen, die in der Serie nicht gezeigt haben. Und ich sage dir, wenn du ein Buch lesen willst, dann liest dieses. So krass, ja? Unnormal. Also ich hab wirklich gelesen und gedacht, der Typ ist genial. Wie kann in einem Gehirn so viel reinpassen? Ja, das ist schon viel. Und passend zu dieser Frage, ein Buch, das du uns weiterempfehlen musst. Manuel ist ein König im Schatten. Ja, aber das werden wir, darüber haben wir auch gesprochen. Ja. Das solltet ihr auf jeden Fall lesen. Und aber ein anderes Buch. In diesem Buch hast du das 48 Gesetze der Macht erwähnt. Nein, ich hasse dieses Buch. Ich schwöre es dir, es wurde von Kida geraten. Er hat auch vorgewarnt, dass das mit ekelhaften Gesetzen ist. Ekelhaft. Ich habe es gelesen und ich hab wirklich so schlechte Laune davon bekommen. Weil das erklärt dir original, wie du ein Bastard wirst. Ja, 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 genau so ist es. Wenn du ein Bastard sein willst, lest dieses Buch, der sagt dir genau wie. So. Ja, ist so. Oder rede ich falsch? Doch, also ich hatte wirklich absolut schlechte Laune nach diesem Buch. Ich dachte, Alter, wenn es da draußen Menschen gibt mit Macht, die so unterwegs sind. Mhm. Gibt's. Ein bestimmter Rapper, dessen Namen wir nicht sagen. Aber wir wissen, wer du meinst. Wir wissen aber, wen ich meine. Der hat in den höchsten Tönen von diesem Buch gesprochen. Ja. Und der lebt auch nach dem Scheiß. Und guck, was für ein Bastard der ist. So, deswegen. Hat sich hier rausgestellt. Ja, das passt. Wohin das ihn gebracht hat. So, deswegen. Wärst du selber an einer Filmrolle interessiert? Filmserie? Nee, ich glaube, Schauspielerei ist nicht so. Vielleicht mal ein Gastauftritt oder so, aber dass ich jetzt irgendwas machen soll hier. Dass du das nicht zutraust? Doch, ich habe ja schon einen Film gedreht, aber. In diesen Welt. Mhm. Jetzt hat er probiert. Aber hast du schon rausgenommen, ja?
Aber was soll ein Schwarzer in Deutschland schon spielen? Drogenticker. Genau darüber haben wir sehr oft gesprochen. Wenn du die Geschichte schreibst, das soll sich ändern. Es soll gar nicht thematisiert werden, dass du Schwarzer bist. Du lebst in Deutschland und eine interessante Geschichte passiert mit dir. Aber Deutschland ist nicht so. Noch nicht so weit, aber man arbeitet daran. Und ich hoffe, wir werden das noch erleben, dass es halt sich so ändert. Guck mal, jetzt wird sich verabschieden. Ich glaube, du siehst es. Hier ist er raus. Und du hast ihn durch den Tisch fast gefallen lassen. Gibt es eine Sportart, die du besonders magst, die du guckst regelmäßig? Boxen. Boxen? Ja. Ja, guckst du, verfolgst du auch? Ja, ja. Boxen. Die Agit bestimmt. Auch, ja. Agit. Ja, Abo ist die ganze UFD. Ich trainiere auch im UFD, aber jetzt nur halt auf Hobby. Ne? Die Jungs sind Profis, ich trainiere auf Hobby. Aber ja, generell Kampfsport ist mein Ding. Ja. August ist ja MMA. Ja. Aber du würdest du MMA oder Boxen vorziehen? Sag mir, du hast. Also ich komme ursprünglich aus dem Thai-Boxen. Mhm. Ich habe aber auch Schwarzgurt im Judo. Ach, ja. Deswegen, also Bodenkampf ist mir nicht fern, aber das ist alles auch schon ein paar Jahre her. Wie machst du das die ganze Zeit so schnell? Hey, Erfahrung. Du hast doch welche in der Tasche da. Ja, der hat sie raus. So, aber das Schönste für mich ist eigentlich das klassische Thai-Boxen. Das ist für mich das Schönste eigentlich. Über Judo, Schwarzgurt, ist das so allgemein bekannt? So, hab ich auch noch nie. Nee. Also Judo ist ja auch meine Sportart. Die ich so als Kind gemacht habe und die, echt, ja? Die ich sehr schätze auch. Ja. Viele Achis akzeptieren diese Sportart auch, weil die sagen, es ist schön, man ist da angezogen, man ist nicht wie bei Rinkern in diesem Trikot, wo man alles sieht. Also es gibt also in meiner Kultur wird das auch sehr so, oft so hört man solche Meinungen. Ja. Wobei wir bei uns Rinken sehr groß ist. Ja, bei Tschetschenien sowieso. Also Nordkaukasus generell ist eine Ecke, wo Ringen ist wie Fußballspiel. Komm, lass Ringen, so weißt du. Ich sehe, ein paar Kollegen, die lassen ihre Neffen 3-4, lassen immer im Wohnzimmer gegeneinander kämpfen. Weißt du, wie das bei uns war im Dorf? Ich bin in der Stadt groß geworden, das heißt groß geworden, so bis 9 Jahre, dann ist Krieg angefangen, dann seitdem. Aber wenn wir ins Dorf gefahren sind, in der Stadt ist das auch ab und zu passiert. Aber im Dorf war das so, wenn du alleine von deiner Straße rausgehst und zu deinen Verwandten gehen willst, über die Straße und zwei Straßen, und auf einmal sind da so ältere Jungs, die dann ihren Cousins oder Neffen dabei haben, und die sagen, guck mal hier, da ist der Neue hier aus der Stadt, hier. Geh, guck mal, kämpf mal mit dem. Ja. Da musst du kämpfen halt, es kämpfen so Kinder wie Kinder halt kämpfen, aber du hast irgendwie so... Aber deswegen seid ihr aber auch stabiles Volk. Die Geschichte, also die letzte Geschichte bei uns ist so, dass es ständig Kriege gab. Also so, bist du nicht in der Lage, wenn Krieg anbricht, da rauszugehen und zu kämpfen, bist du wenig wert. Also, es wird geschätzt, dass ein Mann in der Lage ist, ein Land jeden Moment zu verteidigen. So, jetzt musst du raus und kriegen. Deswegen, das ist aktuell bei uns. Wie viel gibt es von deinen Landsleuten? Man, 1,5 Millionen? Nicht mal. Man sagt, wir sind 1,3, aber ich glaube nicht daran. Ich glaube, wir sind weniger, knapp über 1. Überleg mal, weniger, aber die ganze Welt kennt euch. Das kommt nicht von irgendwoher. Es ist der Kampf für die Unabhängigkeit. Wir leben in einem Gebiet, der von großen Imperien immer umzingelt war, so quasi, und ständig für ihre Unabhängigkeit gekämpft hat. Und überlebte nur dadurch, dass die hoch in die Berge gingen, wie bei 300 Spartaner, haben dort Türme gebaut und die kleinen Wege verteidigt, und so sind die Jahrhunderte am Leben geblieben. Also, und es ist so immer andauernder Kampf. Wir sind ja nicht die Einzigen so. Überall, wo du findest, die Völker, die für ihre Unabhängigkeit kämpfen und so weiter, die sind auch genauso von der Mentalität. Also ich will jetzt nicht sagen,
Aber ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Ich weiß, was du meinst. Es ist halt, guck mal, Deutsche. Die Deutsche, es gab in Europa eine Zeit, wo ganz Europa Angst hatte davor, dass der Deutsche hungrig wird, weißt? Weil sie einen Krieg anfangen, weißt? Mhm. So kriegerisch waren die so. Und jeder wusste so. Und Germanen, die alles und jeden so zerstören, weißt du? Mhm. Aber irgendwann mal hat sich das gelegt, so zum Glück. Mhm. Jetzt ist es so, die Zeit hat man hinter sich gelassen. Man hat sich jetzt, und es wird nie hoffentlich zurückkommen, man hat die Generation auch neu erzogen. Ja. Dass man gesagt hat, guck mal, Gewalt und so, ja, wir haben gesehen, es klappt, wir können, aber wir müssen nicht. Wir haben gesehen, wozu es führt. Und jetzt sind die so. Was ich sagen will, es ist Erziehung. Egal von wo wer kommt, wenn du ihn erziehst zu einem Kämpfer von klein an, wenn du von klein an beibringst, hol nicht rum, du weißt, nimm dein Ding, ja? Tu dein Ding. Aber weißt du, was ich auch glaube? Ja. Ich glaube, dass wenn du als Kind schon weißt, dass du Kämpfer bist und dass du stark bist, ne, dann hast du den Drang nicht mehr, dich zu beweisen. Ja. Ich glaube, dann bist du entspannter ein bisschen. Sowieso. Das siehst du bei Kampfsportlern auch. Ja. Die können wirklich auch so ja, Schaden anrichten. Ja. Und ich beobachte oft, dass Leute sich zurückhalten. Wenn es irgendwas gibt, die halten sich zurück. Die sagen, also, ja, weil da, wo der eine schon vielleicht zuschlagen würde, sagen die ein, zwei Mal so, ja, okay, ja, lass, nicht, okay. Weil das finden die auch keinen Reiz. Ja. Das ist kein Reiz. Ja. Ich guck die Jungs an, wenn du so Uhr oder Abos anguckst, die sind Dings. Was sind die Boys eigentlich? Die sind, ja. So, aber die sind so starke Kämpfer. So starke, wie machst du das, Alter? die sind so starke Kämpfer, dass für die ist das kein Reiz, sich mit irgendeinem Besoffenen aus dem Kiosk zu messen. Das ist ja kindisch auch. Es ist absolut kindisch zu sagen. Aber manche Leute sagen, ich mach das jetzt, damit alle sehen, boah, ich hab einen umgehauen. Zieht doch weiter. Im Kindergarten, wenn in der Schule, in Anfangsklassen, wenn du so gedacht hast, kann man das noch verzeihen. Aber wenn du so ein erwachsener Mann so denkst. Also ich sag nur. Also den einen darfst du mit zwei auch anfassen. Hm. Aber nicht so den Ton festhalten mit woanders. Nee, das ist kein guter Flex. Der war sehr hinterlistig. Ja. Wenn die Reihe oben voll ist, dann wird das hier auch leicht. Muss ich ein paar Tipps geben. Kannst du deinen Lebensstil formulieren? Hast du dir überhaupt jemals darüber Gedanken gemacht? Mein Lebensstil? Lebensziel. Ein Lebensziel? Ja. Lebensziel ist, ich habe ein Lebensziel, aber ich habe noch viel zu wenig dafür getan. Und Lebensziel ist Gender, Bruder. Das sollte von jedem so sein. Paradies. Genau. Aber wir haben leider zu wenig noch dafür getan. Aber das wäre das Beste. Dein Lebensziel ist es. Danke. Guck mal. Okay, muss ich gar nicht jetzt in meine Worte fassen, verständlich. Ein Lebensstil ist ins Paradies zu kommen quasi. Das schicken, ja. Glaube ich, die meisten. Ja. Sollten zumindest. Sollten sie auf jeden Fall. Welche drei Charaktereigenschaften kannst du nicht leiden? Respektlosigkeit, Hochmütigkeit und Hochmütigkeit ist dieses Hochnäsigkeit. Hochnäsig, respektlos und wenn jemand dickköpfig ist, das schaffe ich auch nicht. Dickköpfig? Ja. Stur so. Ja, stur, ja. Diese Sturheit, dieses Verbissen, ich mag das einfach nicht. Sein manchmal kannst du auch fünf. Guck mal, hab deinen Punkt, kämpf auch manchmal für deinen Punkt, aber manchmal hast du gewonnen, wenn du ablässt von einer Sache. Man muss auch seine Sachen hinterfragen, auch ständig. Mhm. Bin ich im Rechten? Weil wenn du, es kann sein, dass du 100% überzeugt bist, dass du im Rechten bist. Du aber absolut nicht bist. Einen Schritt zurück machst, drauf guckst und dann musst du auch in der Lage sein. Ich finde, das ist so eine gewisse Reife, dass du musst in der Lage sein zu erkennen, okay, hier liege ich eigentlich falsch. Ja, das passiert sehr oft. Das passiert sehr oft. Okay, diese drei Eigenschaften, zwei Eigenschaften von dir, eine gute und eine schlechte. Meine schlechte ist, ich bin sehr ungeduldig.
sehr ungeduldig. Kein Bock. Ich bin sehr, sehr ungeduldig. Sehr ungeduldig. Und eine gute Eigenschaft ist, ich bin auf jeden Fall loyal, das bin ich. Ja. Ich habe gerade diesen hier getan. Ja, ich weiß. Gab es oder gibt es einen Moment, wo der sollte eigentlich nicht fallen, du hast den so hässlich rausgezogen. Aber den, gab es einen Moment oder gibt es, wo du 1 Million auf deinem Konto hast? Für jedes Finanzamt, was du guckst, nein. Also dem Finanzamt kannst du immer noch sagen, da kannst du anders reden. Da kannst du sagen, ja. Nein, gab's nicht. Okay. Gut. Wann hast du zuletzt auf der Straße gekämpft? Das erste Mal? Nee, zuletzt. So richtig gekämpft. Ja. Letztes Jahr. Letztes Jahr? Letztes Jahr. Ach, ja, das war das letzte Mal, der berühmte? Ja, das letzte Mal, nennenswerte. Aber das war ja nicht auf der Straße. Also, das war so halb. Ich mach's mal, ja. Okay, das geht nicht. Müssen wir gar nicht viel ausführen. Ich sag mal nur, der hat's verdient. Absolut. Der hat absolut. Über Frauen redet man nicht. Vor allem redet man nicht über Frauen von seinen Freunden. Niemals. Warum? Gibt es gar keinen Sinn? Es gibt nicht mal, du redest nicht mal über die Frau von einem Feind. Genau, über Frauen redest du nicht. Warum? Was? Wo ist der Sinn? Was soll das ja? Wo welchen Grund gibt es für einen Mann und für eine Frau so zu lästern? Ja. Ja? Gibt es nicht. Also, der hat's verdient. Dabei sollte er eigentlich belassen. Ja. Nicht, dass er jetzt in Bars uns erwähnt. So. Nee, jetzt kommt er auf dich drauf. Warte, wenn das rauskommt. Jo, Mann. Also, man macht Fehler halt. Ja, einfach. Ja. Du hast einen Fehler gemacht und. Ja. Egal, ich habe jetzt wirklich so lange gedacht, dass wenn du was Krasses, ich schwöre es dir, wenn du was Krasses über mich rappst, ich werde dich finden. Ein Brief mit dem Datum deines Todes, wenn du vor dir hättest, würdest du auch machen. Mhm. Würdest du? Ein Brief, ein geschlossener Brief, da drin steht das Datum deines Todes. Würdest du auch machen? Ich würde es aufmachen, gucken, würde ich zerreißen, das ist egal, weil nur Gott entscheidet, wann vorbei ist. Das sowieso, ohne Zweifel. Wenn wir in diese Schiene gehen, wir haben gar keinen Zweifel, dass wir jeden Moment sterben können und wie lange wir leben, weiß nur er. Es ist nur so eine Frage und einfach. Ach so, nein. Also wenn du es jetzt so auf rein hypothetisch siehst, dann nicht. Nein. Würde ich nicht auch machen. Okay. Also würde ich nicht wissen wollen. Nein. Weil ab dem Moment, wo du es weißt, hast du kein Leben mehr. Aber allerdings, ab dem Moment, wo du weißt, kannst du alles dafür tun. Hast du mehr Informationen auch, dann weißt du auch, kannst du besser planen. Ja, auch. Aber also dann praktisch gesehen, so dann macht es keinen Spaß. Das ist wie Cheats eingeben beim Dings. PlayStation-Spiel. Warte, ich sehe. Das darf nicht wahr sein, ich krieg. Guck mal, wie die Hände zittern. Der ist gefährlich, lass den lieber. Ja, ich glaube, ich will den jetzt auch lassen, aber ich glaube, wenn ich loslasse, okay, ich lasse den. Eine Sache, für die du am meisten dankbar bist in deinem Leben? Meine Tochter. Töchter. Töchter. Ich wollte gerade, aber Kinder sind auch das Schönste, was wir im Leben haben können. Okay, der war hinterlistig. Aber jetzt fängt er so an. Jetzt wird das sehr, sehr. Nee, alles gut, kein Problem. Der ist nämlich der nächste hier. Okay, der hakt. Dann ist eigentlich der einzige Sinnvolle. Wenn du den langsam ziehst, dann geht er schon. Und der lässt den Turm ein bisschen wackeln, wenn du den ein bisschen schneller ziehst. Guck mal, wie hässlich ich jetzt verliere, das ist so ätzend. Nein, der steht schon. Jetzt steht er schon.
ich kann den da aus der dritten Reihe oder aus der zweiten ziehen auch. Wovor hast du Angst? Vor Gott. Und das nicht genug. Ja. Und vom Finanzamt. Womit ich das Finanzamt nicht gottgleich tun will, aber so. Ja, ja. Hattest du schon Probleme mit Finanzamt? Ja, nichts Weltbewegendes. Jeder Mensch hat eins vom Finanzamt. Ja. Manche kriegen was zurück vom Finanzamt. Ja, manche kriegen auch zurück. Boah. Du bist doch besser, als ich gedacht habe. Gut, ich sehe, du wirst die Geschichte nicht erzählen. Auf keinen Fall. Leo, ich gucke zu dir, weil der Leo hat eine Geschichte zu erzählen. Der war vor kurzem in Namibia. Namibia, der hat dort Kurzfilm habt ihr gedreht oder Werbung? Doku. Er ist Kameramann, war professioneller, studierte. Und hey, what, Leo? Das hier ist der unser so. Hobby, das wir sehr lieben und sehr gerne machen. Okay. Was ist für dich eine gerechte Gesellschaft? Eine gerechte Gesellschaft? Boah, wenn wir jetzt dahin gehen. Selbst die Gesellschaft von unserem Propheten, Gottes Frieden und Segen liegt auf ihm. Selbst die war nicht gerecht. Was ist schon eine gerechte Gesellschaft? Rechte Gesellschaft ist da, wo Recht gesprochen wird und wenn die Leute sich alle daran halten. Das war's für dich. Ich hab dich. Ich habe so potenziell so ein paar Stellen, wo ich noch versuchen kann. Ich würde dir empfehlen, den hier. Nee. Warte. Das ist schwer. Ah, doch, ja. Siehst du? Das ist leicht. Ich mach schon mal das Ding hier weg. Psychologische Kriegsführung. Boah. Jetzt darfst du auch die zweite Reihe. Das kann kein einfach. Alles gut, also gut. Also ist auf jeden Fall, du bist weit gekommen in dem Spiel. So, weißt du, diese alten Dandy-Spiele, wo du so Level 80 so bis dahin kommst, also du weißt, du bist kurz vor dem Ende. Okay, wenn du telepathisch jedem Menschen auf der Welt deinen Gedanken ins Kopf setzen könntest. Ich habe gesagt, das ist eine philosophische Fragerunde. Also wenn du einen Gedanken ins Kopf von jedem Menschen setzen könntest, was wäre das? Islam. Aha. Du würdest Islam missionieren, also an jedem, so würdest du... Also für die Leute, die den Islam nicht kennen, würdest du das in ihren Kopf erklären. Ja? Ah. Weil du hast Meinung, dass Leute nicht genau wissen, was wirklich Islam ist und sich nur so von Medien das Bild davon machen. Osama bin Laden weiß nicht, was der Islam ist. Ja. So. So, Saddam Hussein wusste nicht, was der Terrorist davon da kommt, lass mich jetzt nicht hier. Ja, okay. Weißt du, ich meine? Aber es gibt viele Leute, die wissen nicht, was der Islam ist. Viele Leute, die, von denen man augenscheinlich denkt, die wissen es aber nicht. Weil wenn sie es wüssten, dann gäbe es auch diese... Egal, was du willst, gäbe es, was schlecht ist, gäbe es nicht. Es gibt ein Zitat von Ahmad Didat. Von wem? Ahmad Didat. Er ist ein Gelernter, er ist aus Somalia oder aus Eritrea, ist er. Ein Afrikaner. Und er war früher Priester
soll jetzt nicht sein, also der hat, aber der hat sich immer interessiert und mhm. dann ist er zum Islam konvertiert und dann ist er zum Missionär geworden, bekannt. Und der hat gesagt, ich bin froh, dass ich den Islam zuerst kennengelernt habe und dann erst die Muslime. Ah, korrekt. Verstehst du? Ja, stark. Ja, dass er nicht an diesen Muslimen, die er später kennengelernt, das Bild gemacht hat. Sich von, hat er sehr schlau gesagt. Ja, hat er auch recht. Ist auch sehr bekannter. Wie sagt man das? Zitat, sehr bekannt. Redner, ja. Der Ahmad. So, meine Frage. Ah, der Kollege, du hattest wir haben extra einen Jungen dabei, Freund von Leo. Er ist Fan. Mhm. Kann, wenn man das so sagt, also, mhm. Fan meine ich nicht jetzt. Ja, Zuhörer einfach. Meine, so. Zuhörer, mhm. Befürworter, Freund. Mhm. Er hat zwei Fragen für dich. Nabil M. Album, hast du das gehört? Nabil M? Genau, das Meinung dazu. Ist doch schon alt? Oder jetzt hat er Neues rausgebracht? Ja. Meinst du das Alte? Also jetzt vor, keine Ahnung, kam mal das halbes Jahr. Nee, das habe ich nicht gehört. Okay. Und beste Restaurantbesuch, Erlebnis generell? Beste Restaurantbesuch? Ja. Mmh. Beste Restaurantbesuch. Ja, schwankt. Es gibt in Duisburg eine Pizzeria, das hört sich jetzt richtig bescheuert an, ne? Die ist sehr krass, aber die ist auch nur krass, weil der Typ, der da arbeitet, ist eigentlich ein Sternekoch. Und der wurde von unseren Kollegen so Geisel genommen. Und der arbeitet jetzt für die. Der ist eigentlich vollkommen total überqualifiziert für diesen Laden. Aber es gibt schon sehr, sehr krasse Restaurants. Ja. Von wo ist der rausgegangen? Was, das kann immer noch passieren jetzt. Ja, es kann immer noch fallen. Okay. So. Die Tendenz ist noch da. Ja, guck mal, der kennt sich aus. Du hast schon mal gespielt, ne? Ne, noch nie. Aber den darfst du nicht sehen eigentlich. Die Oberreise. Ah, der Oberreise noch nicht. Okay, alles klar. Aber ich darf dann gleich. Boah, das ist das. Der wird auch rausgehen. Das ist der Abustein, ich habe ihn auch schon mal gezogen. Gut. Du meintest am Anfang, ich habe dicke Finger, ich werde bestimmt verlieren am Anfang und ich habe mich irritieren lassen. Du bist sehr gut. Mit sogar Tendenzen. Ja. Du hast auf deiner Seite auch einen. Ja. Ich habe bestimmt irgendeine Frage vergessen. Nicht täuschen lassen, das kann trotzdem hinterlistig werden. Es gibt ja so Statistiken, dass dass der Anteil von Ausländern oder Deutsche mit Migrationshintergrund bei kriminellen Machenschaften deutlich größer ist als Deutsche. Deine Erklärung dazu. Ich habe für mich das offensichtlich, dass das so ist. Weil die Chancengleichheit nicht da ist und weil die Verfolgung von Ausländern halt einfach größer ist als von deutschen Leuten. Man kontrolliert ja eher in Duisburg-Marxloh als in Duisburg-Rummeln zum Beispiel. Weißt du, was ich meine? Aha. Ich glaube, die Verbrechen sind auch die anderen. Also die Ausländer, die müssen sich halt so, die wollen neue Schuhe, neue... Ja, jetzt nicht alle. Ne? Also das, was wir gesagt haben, Das ist eine Möglichkeit. Es gibt auch Leute, die machen es einfach nur, weil sie Bastarde sind, was soll ich sagen, aber... Mhm. Ja, sowieso. Ja. Ne? Nicht, dass du jetzt alle nein. erklären dafür. Deswegen. So, ja. Aber ich glaube, die Verfolgung ist einfach eine andere. Die Verfolgung ist einfach eine andere. Aber ich meine, wenn ich diese Statistik lese und man mir sagt, guck mal, Ausländer, dies und das, ich sage, ja, ich verstehe, es ist bestimmt auch so, aber wer sagt doch was dagegen, dass ihr die
nach Gesetz einfach verurteilt. Ja, danach, das sagt ja keiner was. Genau, also du und ich, wir sagen doch nicht, und wieso muss man uns irgendwie konfrontieren? Sowas? Wenn du Scheiße baust und erwischt dich, egal, dann musst du egal, wo du bist, und du brauchst gar nicht die Statistik zu führen, dann stecken in den Knast. Ja. Da sind wir uns einig. Ja, absolut. Absolut. Ich sage ja nicht, Ausländer dürfen müssen nicht bestraft werden. Ja. Klar, wenn du Scheiße baust und erwischt wirst, dann musst du leider einen Bau. Ist so. Es gibt so hier einen Trick. Du ziehst den einen in die Mitte. Verlagerst den Druck da drauf. Und dann ziehst du den anderen raus, weil der Druck da nicht mehr vorhanden ist. Mmh. Ja, das ist auch erlaubt, ja? Ich fasse ja den einen der Stein nur an. Findest du das unfair? Willst du die anderen ziehen? Mach was willst du. Ich will nicht, dass du später sagst. Nein, mach ruhig. Weil wenn du... Ich fasse ja mach ruhig. Den nur einen an. Mach ruhig. Ja, also es ist auch 50-50 immer so. Manchmal klappt das, manchmal nicht. Also jetzt sieht es auch nicht danach, als würde es klappen. Guck mal, das wird in die Hose gehen. Nimm lieber einen anderen. Warte, ich will den jetzt einfach. Ich will das einfach, dass es, mir ist es klappt. Entweder klappt das oder... Oder Leo erzählt seine Geschichte. Ja, wenn du so draußen rumläufst, da baue ich im, im Pott, wie du das nennst, selbst von dir übernommen, das Pott. Bist du auf der Straße immer so erkannt? Hast du so, kannst du ja, bei uns ist das aber nichts Neues mehr. Das ist also nichts Wildes. Ich habe dich. Willst du noch? Nee, danke dir. Der war kurz vom Fallen. Boah. Sorry. Das ist gut, ja? Aber guck mal, jetzt hast du wieder diese von Oberer zweite Reihe. Hast. Ja, aber jetzt steht das Ding natürlich auch komplett. Jetzt muss das Ding doch fallen. Guck mal, ob ich hier noch diesen Trick machen kann. Eigentlich theoretisch machbar. Nächstes Album von dir? Kommt was? Ja, gegen Ende des Jahres. Jetzt kommt erstmal das Grabo-Album massiv zusammen. Mhm. Im September, 10. Und dann Ende des Jahres kommt glaube ich auch mein neues Solo. Soul. Soul. Bist du hier bei größeren Studios gesigned oder hast du ein eigenes? Bei Universal. Bei Universal bist du, okay. Seit langem? Seit langem? Schon seit 10 Jahren. Okay. Ja. Bei mir wird man jetzt vorwerfen, dass ich mich nur auskenne mit Rap und so, so macht ein Interview. Hier geht es nicht um Rap, hier geht es um Universum und seine Welteinsichten und es geht um was anderes, ja, um Weltbild. So. Es geht nicht nur um Rap. Hm. Deswegen spart euch dieser Kommentar. ich habe mit Dima, dem von Ostboys, Buddy von Ostboys, habe ich ein Interview gemacht. Da hat man mir gesagt, der hat doch die Folge nicht gesehen. Ich habe zweimal nacheinander verloren schon. Oh, ich war zu stark, ich schwör. Und Scheiß, du warst gut heute. Das war's. Bevor ich vergesse, ein Autogramm von dir für unser Kunststück. Was ist das Lehrer? So. Aber wenn ich so überlege, ich selbst habe wirklich keine Geschichte. Also wir müssen wirklich deine Lehre auspacken, ob die lustig ist oder nicht. Aber ich habe, als du mir die erzählt hast, ich habe gelacht. Ich war noch nie vor diesen Kameras. Das ist der Leo. Aber nein, ich muss ja sitzen bleiben. Bleib sitzen. So, zum Glück bin ich da.
aus dem Ding raus. Ich bin der Leo, ich bin normalerweise hinter den Kameras, aber freut mich, dass du da bist. Doch. Also genau, wie Soro eben gesagt hat, ich war vor einer Woche, zwei Wochen in Namibia drehen. Doku, und ich war noch nie da. Ich bin so, alle waren schon mal da, Guide war sowieso Namibianerin, Local, und ich war noch nie da, alle Profis, und weißt du, man kennt das so aus dem Fernsehen, irgendwie überall Tiere und sowas, aber so, wenn man da ist, ist es so komplett was anderes. Und wir fahren erstmal 10 Stunden Flug dahin, nicht geschlafen, so über Nacht, komplett im Arsch, dann 6 Stunden Autofahrt, komplett im Eimer, und dann fahren wir auf der Autobahn und da ist so nichts, und auf einmal stehen so 3 Giraffen, so richtig große Giraffen an der Autobahn. Schock. Schock für mich, ja, und die alle anderen gucken so zur Seite, und ich wollte einfach, dass die gucken. Ich dachte so, Zebra, Zebra. Alle anderen so, gucken die Giraffen an, gucken so zu mir, was ist mit dir, so bist du, hast du getrunken, so im Flug oder was? Scheiß drauf, oder? Das ist der peinliche Geschichte, ist ja noch einer hier entstanden. Ja, siehst du, aber jetzt ist die zweite. Ich versuche Manuel zum Lachen zu bringen. Nein. Nee, ich habe gedacht, ich habe gedacht, was passiert ist, aber ist alles cool, scheiß drauf. Boah, also wirklich, mir fällt keine andere von mir ein. Ich habe sehr viele, aber mir fällt gar nichts ein. Und ich war mir sicher, dass du verlierst. Nee. Ich habe mich auf dem Weg hierhin entspannt. So. Nein, ich bin sehr gefährlich bei sowas. Ich wusste nicht, dass du Jenga spielst, Profi bist. Ich habe das, glaube ich, einmal vorher gespielt oder so. Ich sage auch viele. Einmal gespielt. Manche sagen auch, ich habe noch nie gespielt. Ist das Kida Ramadan? Ja. Mabu ist eine Kraft. Es ist Kida Ramadan, das Interview war sehr, sehr unterhaltsam. Wenn du Zeit hast, schaust du ihn. Mach ich. Der hat das Kida mag ich. Kida ist auch ein super Typ. Ja. David Zawada. David Zawada hier. Los. Die alle hier, eigentlich müsstest du die meisten von denen. Die Durato-Brüder, die drin. Ja, natürlich. Jibril. Ja. Salam Ratan. Jibril und Islam waren bei uns. Hä? Jibril und Islam waren bei uns. Ja? Ja. Das ja. Sind auch so. Maschallah, was für Brüder, wenn ich so Brüder leiblich hätte, so viele, ich hätte die Welt auf den Kopf gestellt, ich will dir. Das sind coole Jungs. Ja. Ich meine, wir hatten nur coole Gäste, deswegen. Wer ist das? Das ist ein bisschen... How home? Weißt du, welchen Unterschied das ist? Boah. Wer ist das? N. Weber? Sag mal. Weber? Mo Weber. Das ist Maurice Weber. Der Boxer. Ja, okay. Ah, das ist, boah, ich hab vergessen, das ist Christine Hammer, Boxer. Ah, okay. Ja. Profi-Boxerin, müsstest du eigentlich dieses Jahr aus Bochum oder Dortmund. Also im Ruhrpott ist die auch bekannt. Kommt sie aus dem Ruhrpott, ja? Ja. Dann küsse ich ihr Herz. Also nicht nur in Ruhrpott, sie ist halt weltweit ein Name, eine Profi-Boxerin. Ja, stark. Sehr, sehr stark, ja. Jo, in dem Sinne, boah, das ist ein Unterschied. Ich muss das auf Video abgleichen, um zu gucken. Aber wir haben ungefähr so 22 Interviews bis jetzt. Einer von denen ist das auf jeden Fall. Uns fällt noch der Unterschied von Lom Ali, die habe ich schon seit Ewigkeit nicht geschafft nachzuholen, weil ich. Lom Ali? Lom Ali Eskiyev, MMA-Kämpfer aus UFD Jimo. Lom Galain. Aus Berlin ist er Lom? Nein, hier aus UFD. Ja, du kennst den von Zane, kennst du den bestimmt. Kann sein, ja. Lom Ali Eskiyev. In dem Sinne, ich danke dir vielmals für das Gespräch. Danke sehr. Sehr schön geworden. Danke auch. Und ich wünsche euch weiterhin viel Glück mit dem Nicer Scheiß und alles, Dankeschön. Was ihr vorhabt und mit deinem Album und alles in deinem, allen deinen Vorhaben. Kann ich nur zurückgeben. Dankeschön, vielen danke. Dank. Okay. Euch auch danke und bis zum nächsten Mal. Und checkt Lunitas ab hier. Kommt zum kolumbianischen. Ich vermerke das auch. Ja. Habt ihr eigentlich Vorurteile mit Kolumbianern? Die ganze Zeit. Die ganze Zeit, ne? Meinen wir das ernst oder so aus Flex? Ich weiß nicht, ich helfe euch ernst, aus Scherz. Aber klar, es verfolgt uns die ganze Zeit. Boah, das nervt. Du musst so eine Tüte mit Zucker füllen. Oder irgendwie Wasser, weißt du? Ich meine es ernst. Und wenn jemand so reinkommt, machst du auch, ja klar, Mann, wie viel brauchst du denn so, weißt du, so? Ein halbes Kilo oder sowas. Bist du auch Kolumbianerin? Ja. Seid ihr Geschwister? Nein. Ja. Aber ich versuche mal, die Kolumbianer arbeiten zu lassen. Wo findest du Kolumbianer? Ja, gibt es schon, sogar ich habe. Echt? Ja, getroffen. Aber es wundert mich, dass du noch keinen Kolumbianer. Ich habe noch nie einen Kolumbianer getroffen. Wo findet man einen Kolumbianer? Ja,
spanische Gottesdienst. Ja, okay, das vielleicht. Ja, es gibt schon viele. In Köln gibt es richtig viele. Das ist Kolumbianer Hochburg. Echt, ja? Mhm. Aber vielleicht sind die Kolumbianer auch nicht so mit dem deutschen Rap-Ambiente vertraut. Ja, ich meine generell so. Ich habe noch nie einen getrunken und gesagt, ich bin Kolumbianer. Vielleicht auch wegen den Vorurteilen. Damit die nicht gepackt werden, ja, auf die Kokaina.